Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Du musst ihn finden. Hey, wie kann ich dir helfen? Weißt du etwas über eine Mondklinge? Oh, verdammt! Die verfluchte Waffe des Todes? Das war also nicht nur ein Traum? Es gibt sie wirklich? Nein! Oder ja? Vielleicht. Hör zu, ich bin wirklich nicht in der Stimmung für Feengeschichten. Das Ding wurde angeblich aus einem Metall geschmiedet, das nicht von dieser Erde stammt. Und man sagt, untote Kreaturen könnten damit vernichtet werden. Ha! Wenn du mich fragst, sowas wie eine Mondklinge gibt es nicht. Und es laufen auch keine untoten Viecher herum. Das sind Geschichten aus den Bergen und aus den Minen. Aber, naja, wenn es doch wahr ist und du eine solche Klinge findest, dann würde ich doch schon gerne mal einen Blick darauf werfen. Bis dahin solltest du dir aber lieber eine richtige Waffe zulegen. Und außerdem kann dir Bleicher auf dem unteren Dorfplatz sicherlich ein paar Tricks beibringen. Was wirst du jetzt tun? Naja, was könnte das schon sein? Eine große Wahl habe ich ja nicht. Ich werde bis zum Ende meiner Tage hier schuften. Oder zumindest bis ich eine bessere Schmiede gefunden habe. Zum Beispiel in Venedig. Oh, wie ich mich nach einer Schmiede in Venedig sehne. Wenn mir jemand eine Schmiede in Venedig anbieten würde, ich würde nicht lange zögern. Ach, aber warte mal, um mir die leisten zu können, müsste ich ungefähr 10 Leben lang schuften. Also, vergiss das. Auf Wiedersehen. Hey, Scarlett, komm mal her. Ah, Scarlett, du hast den Angriff überlebt. Wie man sieht, wieso bist du so überrascht? Naja, ich habe dich letzte Nacht kämpfen sehen. Du hattest wirklich mehr Glück als Verstand. Aber mal im Ernst, es gibt einige Sachen, die du noch lernen solltest. Merk dir vor allem, dass jeder Gegner eine Schwachstelle hat. Und zwar ohne Ausnahme. Jeder, außer dir natürlich. Du hast mehr Schwachstellen als ein Brett voller Holzwürmer.
Letzte Nacht habe ich die Schwachstelle dieser doch teilweise recht unbeholfenen Attentäter entdeckt. Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, wie man sie besiegt. Und falls du schon erfahren genug sein solltest, kann ich dir weitere Kampffertigkeiten beibringen. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ah, Scarlett. Willst du noch etwas üben? Zeig mir, wie man die Assassinen besiegt. Gut. Ich greife dich jetzt so an, wie es die Assassinen gern tun. Nur, dass ich nicht ganz so leichtfüßig bin wie sie. Dafür aber viel hübscher. Deren besonderer Angriff ist zum Glück auch ihre Schwäche. Die meisten von ihnen sind ja nur Lehrlinge. Wir haben nur wenige Meister gesehen. Wenn sie ihren Schlag begonnen haben, dann bewegst du dich einfach schnell aus dem Weg. Der Schlag ist nicht besonders schnell, also sollte das kein Problem für dich sein. Und dann wirst du sehr leicht einen Gegenangriff setzen können. So, jetzt das Ganze in der Praxis. Triff mich 5-mal, wenn ich diesen Schlag ausführe. Aber wenn ich dich 2-mal treffe, ist es vorbei. Bereit? Das lief gut. Jetzt, wo du ein wenig Kampferfahrung gesammelt hast, solltest du dieses Schwert hier mitnehmen. Es wurde während der Kämpfe zurückgelassen. Ich bin sicher, du wirst Verwendung dafür haben. Als nächstes solltest du einen Lehrer finden, der dir beibringt, wie man rollt und dann schlägt. Und wenn du erfahren genug bist, komm zu mir zurück. Ich kann dir einige Kampffertigkeiten beibringen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hallo. Ich möchte handeln. Auf der Jagd? Könnte heute etwas gefährlich sein. Und der Bergpass ist sowieso blockiert. Warum ist der Pass blockiert? Wir wissen nicht, warum die Straße nach Venedig blockiert ist. Irgendwer... Oder irgendwas? ...lauert in der Schlucht und niemand, der es erblickt hat, ist zurückgekehrt. Aber geh ruhig und vergewissere dich selbst. Was machst du hier? Wir sind die neue Miliz. Wir stellen sicher, dass sie nicht zurückkommen und das Dorf plündern. Diese Assassinen gehen noch immer um. Sie sind Angehörige eines alten Ordens aus dem bösen Osten. Hey, mein Vater kommt auch aus dem bösen Osten. Ja, aber gehört wohl kaum zu den tödlichen Derwischen. Zumindest hat er nichts davon gesagt. Wenn ihr Herr es ihnen befehlt, stürzen sie sich in Schluchten, nur um ihre Loyalität zu beweisen. Ich kenne die alten Geschichten.